Ja, ansonsten werden wir hier mal ein Stück nach vorn gehen. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles schon erklären soll. Vielleicht lasse ich mir dafür noch ein bisschen Zeit für die ganzen Erklärungen der Welt, wenn ich mal ein paar Laufwege zu erledigen habe. Denn, ja, ich bin, so viel nochmal dazu, was hier die Gothic-Community angeht, wo ich mit drin bin. Ich bin nicht direkt in der Fan-Community mit drin involviert, sondern wir betreiben dort ein Rollenspiel, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, also schreiben quasi Geschichten mit unseren Charakteren. Und ich bin dazugestoßen in diese Rollenspielwelt zur Gothic 3-Zeit. Mittlerweile wurde das auf die Arcagnac-Stufe quasi umgestellt, also Arcania. Also alles ist auf die südlichen Inseln gewandert. Jetzt bin ich auch nicht mehr so aktiv, aber die Gothic 3-Zeit, damit kenne ich mich gut aus, gerade mit der Welt. Auch haben wir da noch um einiges die ganzen Hintergründe erweitert. Und da werde ich bestimmt noch das ein oder andere Wort zu verlieren können. Und ja, ich betätige mich hier mal ein bisschen als Klauschwein und steck alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Truhe! Bitte öffnen. Ja, hier ist auch nichts Besonderes drin. Ein paar Fressereien, ein Brandpfeil oder drei Brandpfeile. Nun, manche Fans der Gothic-Reihe sind ja der Meinung, dass nach Gothic 3 die Gothic-Reihe beendet wurde. Denn alles, was danach kam, war eigentlich ja nicht ganz akzeptabel. Arcania ist kein richtiges Gothic mehr. Es ist, wenn man nicht, also wenn man es nicht mit den anderen vergleichen mag, ist es jetzt gar nicht so ein schlimmes Spiel, finde ich. Aber es ist kein richtiges Gothic. Und es gibt ein Add-on zu Gothic 3, das heißt Götterdämmerung. Ich habe mir das damals ernsthaft zum Release geholt. Und das Geile war, ich glaube, das war das einzige Spiel, was ich jemals erlebt habe. Ich habe jetzt mal die Hand von der Maus weggenommen, weil ich hier gestikuliere, auch wenn ihr das eh nicht seht. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, das ich kenne, das auf den Markt gebracht wurde mit einem Bug, der es unmöglich macht, das Spiel zu beenden. Das muss man sich mal vorstellen. Da musste man cheaten, um im Spiel weiterzukommen. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Ach ja, die Nomaden. Auf die werde ich auch noch zu sprechen kommen, denn in unserem Rollenspiel spiele ich einen Nomaden und habe die Gruppe der Nomaden dort maßgeblich mitgeprägt und ihre Kultur und alles, also was wir dort geschrieben haben. Und da kann ich dann auch einiges zu erzählen. Ich werde mich sowieso lieber in der Wüste aufhalten, denn ich mag die Wüste einfach viel mehr als jetzt die Eisregionen wie Nordmar und so. Hier unten war ich, glaube ich, schon nicht. Alle mögen ja Nordmar. Ich finde, ich kann mit Schnee und Eis und Kälte überhaupt nichts anfangen. Ich bin so ein richtiger Wärmetyp und ich liebe die Wüste hier. Also nicht bloß hier, sondern auch in Wirklichkeit finde ich die Wüste wunderschön. So. Was haben wir denn da? Eine Bürste. Können wir uns auch mal sauber machen zur Not. Das ist doch auch supi. So. Truhe, bitte öffnen. Sagte ich, glaube ich, schon mal. So nahmen einen Eisenrohling. Und ansonsten wieder der übliche Kram. Den Eisenrohling. Oh, wir sehen ganz schön verwaschen aus. Ne, ich habe die Details ja auch auf niedrig gesetzt, weil mein High-End-Computer, beziehungsweise mein ganz mies agierender Laptop, um mal realitätsnah zu bleiben, irgendwie es nicht auf die Reihe bekommt, mit Fraps zusammen das Spiel ordentlich darzustellen. Deswegen muss ich leider ganz schön weit runtergehen. Aber da das Spiel sowieso nicht mehr das Jüngste ist, kann man das, denke ich, verkraften. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier öffnen können. Tatsächlich, also die roten Truhen sind welche, wo wir Dietriche brauchen. Und wir haben schon die ersten Schlösserknack-Skills. Die müssen wir aber später noch ausbauen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt schon alles von vornherein können, sondern da wird es schon noch die ein oder anderen rollenspielerischen Elemente, was so Charakteraufbau und so gibt, geben dann. Der Satz war jetzt, glaube ich, irgendwie sehr komisch von mir. Egal. Ja, du sollst nicht das Bett nehmen. Manchmal hat das Ding ein bisschen Probleme hier mit der Anvisierung der, ja hier jetzt, also ich habe mich hier drüben hingestellt, hier, und visiert das Bett an, ich komme gerade nicht drauf, auf die Fokussierung, das wollte ich sagen, genau. Also mit der Fokussierung hat er manchmal ein bisschen Probleme, aber das muss man halt, ja, da muss man drüber stehen, nicht? So, Klusch Agasch und der Speer.
Den nehmen wir auch noch aus. Haben wir hier oben denn was? Ach, hier ist der Leuchtturm, genau. Da gehe ich noch fix hoch. Und dann sollten wir mal zum Chef der Menschen in diesem Dorf gehen, der, glaube ich, auch der einzige NPC in diesem Dorf ist, der einen Namen gekriegt hat. So, haben wir hier was? Ja, nichts Besonderes. Gut. Ja, hüpfen wir gleich mal. Du sollst nicht das Schwert ziehen, du sollst hüpfen. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Yeah! Du, woran hängst du jetzt? Du hängst... Nein, du wirst mich verarschen, oder? So, schon besser. I'm the roof climber, man! So, haben wir noch was? Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja, genau, aber hier drüben gibt es noch ein Schwert. Die ganzen Sachen, gerade die Ork-Waffen, die können wir alle eigentlich überhaupt nicht großartig benutzen. Und wenn wir von gefallenen Gegnern die Waffen aufnehmen, sind die sowieso immer abgenutzt und damit haben die nur den halben Klingenschaden von anderen Waffen. Was eigentlich ziemlich beschissen ist, aber wir können den ganzen Kram dann verkaufen, den ganzen Kladderadatsch. Und ich möchte gar nicht wissen, wo unsere Held sich die ganzen Klingen hinsteckt. Also, ja. Will ich gar keinen Gedanken dran verlieren. Und den Mann vor dem Haus interessiert es auch nicht, dass wir jetzt hier mal seine Truhe ausnehmen. Immerhin haben wir die Freunde ja befreit. Da können sie uns auch mal ein bisschen was abdrücken. Und wir sind trotzdem ihr Freund, nicht wahr? Jetzt gehört hier alles uns. So, richtig. So, die Sense nehmen wir auch mit. Dann sind wir der Sensenmann. Und ich klicke mich jetzt hier mal fix durch. So. Das noch eingesteckt. Waren wir hier schon? Nein. Also so problemlos, wie das jetzt hier in Ardea lief, wird das natürlich in Zukunft nicht laufen. Oh ja, wir sind sehr verwaschen im Gesicht. Aber es ist ein, ja, ein etwas komischer Einstieg in das Spiel, finde ich auch. Es hat mich etwas irritiert, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dass man direkt so anfängt, weil es eigentlich überhaupt nicht passt so in dieses Bild, das die Orks in den anderen Teilen geboten haben. Gerade wenn Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Klappe, Alter! Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Ja, ja, ja. Du musst nach Redok gehen. Alter Schisser, ich wollte dich noch gar nicht ansprechen. Drum werde ich nochmal kurz auf Ende drücken und hier noch fertig einsammeln. Hier ist noch einer, genau. Den haben wir hier im Häuserkampf umgebracht. Und eine Truhe haben wir auch noch, das ist schön. So, her mit dem ganzen Kram. Und dann schauen wir mal hier drüben. Den hatten wir schon ausgenommen, das stimmt, ich erinnere mich. Aber den hier noch nicht, oder? Nein. Krieger. Ich weiß, das ist jetzt wahnsinnig spannend, wie ich hier hin und her laufe und den ganzen Kram einsammle. Aber da müsst ihr durch. So, und hier haben wir einen Teleportstein und Gold. Und ein Heiltrank, das ist auch wunderbar. Silber, auch gut. Ich will nicht mit Hamla reden, ich will den Kram hier einsammeln. Mensch. Ja, den Teleportstein, das ist auch etwas merkwürdig. Wir werden nämlich gleich hören, dass Xardas die Runenmagie, die in den anderen beiden Teilen Usus war, kaputt gemacht hat. Seltsamerweise funktionieren die Teleportsteine, die ja auch bloß Runensteine sind, trotzdem noch. So, und dann werden wir mal mit Hamla reden. Und mal schauen, was er so außer seinem Gejammer noch so zu erzählen hat. Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Nö. Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Der verdammte Huso. Ja, also Xardas ist der Anführer der Orks, vermutlich deshalb, weil er ja jetzt der Avatar Belias ist. So, ich setze mich immer ordentlich hin hier. Ich lümmel hier die ganze Zeit in der Horizontalen irgendwie. Werde mich jetzt aber mal hier ordentlich an den Tisch setzen. Der Huso Xardas ist vermutlich der Anführer der Orks, weil er ja der Avatar Belias ist und in der Mythologie dieser Welt heißt es Innos, das ist der Gott der Ordnung, der Belia gegenübersteht, erwählte den Menschen und Belia erwählte das Tier und das Tier wird vermutlicherweise die Rasse der Orks sein.
Deshalb wird Xardas die Orks hier anführen, denke ich mal. So, was ist denn in Redok? Was ist denn Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Na. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Ob wir mit Wölfen fertig werden, tatsächlich, das müssen wir mal schauen. Denn es ist wirklich so, dass in Gothic 3 die gefährlichsten Wesen immer die wilden Tiere sind. Und wir haben ja hier schon Orks en masse geschnetzelt gerade, aber gegen 2-3 Wölfe auf einmal haben wir ganz schön zu tun, das werden wir noch sehen. Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mitten in der Scheiße. Ja, du Jammerlappen. Damit können wir eigentlich mal den Counter der Jammerlappen eröffnen. Denn wenn ich mich richtig entsinne, jammern hier sehr viele darüber rum, was hier eigentlich stattgefunden hat im Voraus. So, und dann werden wir mal unseren Freunden vorgestellt, auch wenn wir ja eigentlich alle schon kennen, da wir ja natürlich alle die Vorgängerteile gespielt haben. Ja, wir sollen zu Gorn, dann gehen wir auch zu Gorn. Hallo Gorn. Wie in alten Zeiten, was? Jo. Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Ja, das ist Gorn. Der kommt in allen Teilen vor der Gothic-Reihe, also auch in Arcania wieder. Und Gorn ist der typische Hau drauf. Also er ist hier mit seinem fetten Notman Zweihänder unterwegs in einer dicken Plattenrüstung. Und von dem möchte ich ehrlich gesagt keiner auf die Fresse bekommen. Der hat bestimmt einen ähnlichen Dampfhammer wie Vitali Klitschko drauf. Und dann werden wir uns jetzt erstmal nach unten begeben. Denn er wollte ja Verstärkung holen, der gute Lester. Und da wir mit dem Schiff angekommen sind, werden wir mal am Wasser schauen. Also nicht, dass ich schon wüsste, wo wir hin müssen, nicht? Aber ja, egal. Hallo Scavenger. So. Hat sich auch schon wieder. Gib mal her hier dein... Ich will gar nicht wissen, wo der das Ei jetzt rauszieht aus dem Tier. So. Ein Eisenhalm. Ja, die Scavenger, die sahen in den ersten beiden Gothic-Teilen auch gänzlich anders aus und waren dort irgendwie viel cooler. Und hier haben wir etwas, was ich sehr kurios finde hier in Gothic 3 auch. Kronstöckel. Wer von euch Gothic 1 oder 2 gespielt hat, der weiß, Kronstöckel ist die wertvollste und seltenste Pflanze in der Gothic-Welt eigentlich. Und wir haben ja eine direkt am Eingang des ersten Dorfes stehen. Das ist schon ein bisschen sehr komisch. Denn mit diesen Kronstöckelpflanzen können wir Tränke brauen, die zu permanenten Statusverbesserungen führen. Also, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, hier einfach so eine Pflanze hinzusetzen. Aber gut. Und da unten haben wir schon Lester. Aber stell mir nicht was fest im Hintergrund? Da ist doch etwas. Nicht, nämlich unser Schiff. Ja, was ist denn da los? Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Überraschung. Habe ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Say what? So, was mit unserer Ausrüstung? Ich brauche doch irgendeine tolle Rüstung. Ich meine, ich will doch mit meinem fetten Erzdrachentöter aus dem zweiten Teil, losziehen, oder? Vielleicht auch mit dem roten Wind aus dem ersten Teil. Oder wir feuern mit der dicken Oriziel-Rune aus dem ersten Teil ein bisschen in der Gegend rum. Wie wär's? Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen. Na, so ein Mist. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. So, damit haben wir auch Lester kennengelernt. Der eigentlich ein ziemlicher Nichtsnutz ist aber eigentlich mein liebster Charakter von den Freunden. Der ist, ja, ein Kiffer. Er ist ein Kiffer, ja. Das umschreibt es wohl am besten, denke ich. Er hat im ersten Teil zur Sumpfbruderschaft gehört, die den Schläfer, der ja der böse Erzdämon war, der alles überhaupt erst ins Arge gebracht hat, angebetet hat. Und die haben ordentlich Sumpfkraut konsumiert und das Sumpfkraut ist quasi das Gras der Gothic-Welt. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Richtig, die Welt retten.